willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Magic Decks 2021. Ich habe heute hier die nächsten 8 Packs am Start. 8 Packs bedeutet 40 Karten, die wir hoffentlich alle insgesamt eher einsortieren können. Dass wir keine Doppelte bekommen, ist immer so ein bisschen fragwürdig. Ich hoffe, dass wir keine Doppelte bekommen, das ist klar. 8 Päckchen sind am Start. Let's Collect Sammelmappe ist auch am Start. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein hier. Let's go. So, dann wollen wir mal. Erstes Pack. Ich sortiere natürlich immer wieder am Anfang ein bisschen durch. Der erste Online-Code, komm, Leute, der erste Online-Code geht auch direkt raus an euch. Der schnellste, der den einlösen kann, bekommt das virtuelle Pack der Matchtex-App. Pongraritsch von Wolfsburg. Also bei Pongraritsch bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn schon habe oder nicht. Bei Plattenhardt bin ich mir, glaube ich, sicher, dass ich ihn noch nicht habe. Dann haben wir Kunde Malong von Mainz. Marcel Bär von Braunschweig und Max Kruse, der Poker Kruse von Union Berlin. Diesen Freitag geht es ja richtig ab. Hertha gegen Union Berlin, das Berliner Derby in der Bundesliga. Pack Nummer 2. Oh, das könnte, ihr wisst es, wer es sein könnte. Wir gucken mal. David Alaba von den Bayern. Dann haben wir Marc Flecken von Freiburg. Oh. Okay, er ist es nicht. Vogelsammer Bielefeld, Kastenmeier Düsseldorf und da haben wir Mats Hummels als Dauerbrenner. Ich hätte gedacht Mats Hummels Club 100, aber ja, Dauerbrenner Matze habe ich auch noch nicht. Und das ist ja das Wichtigste, dass ich hier Karten bekomme, die noch nicht in der Let's Collect Sammelmappe drin sind. Weil unser Ziel ist es natürlich und die Serie endet, wenn unser Album voll ist. Ganz klar. Die Serie endet, wenn unser Album zu 100% voll ist. Die Limis sind nicht mit inbegriffen. Die Limis sind Extrakarten. Torgen Hazard, Dennis Geiger, dann Daniel Caligiuri, Augsburg, Simon Terodde von den Hamburgern und Robin Quaison, Mainz Starspieler. Nächstes Pack. Das ist Castells wahrscheinlich, ne? Einmal Upamecano mit jetzt schon, Jungs. Der ist so jung, der ist schon so stark. Der wird irgendwann bei Liverpool, Chelsea oder irgendwo in der Premier League spielen. Upamecano ist einfach, das ist einfach so. Upamecano wird irgendwann in der Premier League. Das ist genau der richtige Innenverteidiger für die Premier League. Körperstark, schnell, also Upamecano, sensationeller Verteidiger von RB Leipzig. Lukas Fröde von Karlsruhe. Oh, was ist denn hier? 2 Powerkarten. Shikiri von der gegen Köln. Leute, ist der Matchwinner gegen Köln. Dauerbrenner Kölns. Und Köln Castells Matchwinner. Mit 98 hat Castells. Alter Falter. Vom VfL Wolfsburg. Nächstes Päckchen. Hier auch wieder. Einmal, zack, einmal kurz umdrehen. Derjenige, der am schnellsten ist, kann sich das Pack hier gönnen. Aranguiz von Leverkusen. Kutukcu von Schalke. Dann haben wir Marcel Hartl von Bielefeld, Christian Früchtl von Nürnberg und André Silva, Starspieler von Frankfurt. 3 noch. 3 Päckchen. Oh, Bayern Mittelfeld. Also wenn man hinten als erstes immer eine Bayern-Karte sieht, dann geht der Puls immer ein bisschen hoch, weil Bayern ist immer gut. Serge Gnabry von den Bayern, ja. Kwon von Freiburg. Hatte ich schon Freiburg? Ich hatte noch nicht Freiburg, ne? Freiburg hatte ich noch nicht. Ja, moin. Dann haben wir Nilsson von Bielefeld. Sosa, den ich jetzt zum dritten Mal hier in der Let's Collect Serie gezogen habe, kann ich gleich weglegen. Und das ist Joshua Kimmich von den Bayern. Ich glaube, Kimmich habe ich auch schon. Also es läuft nicht so gut hier. Gio Reyna von den Dortmundern Borussen. Maxi Arnold. Jiri Pavlenka, Bremen. Dann haben wir Hochscheid von Aue und Benzebaini, Gladbachs Matchwinner und Verteidiger. Und Gladbach habe ich auch noch nicht dabei gehabt. Was ist denn hier los? Also von jedem Verein wirklich jetzt ein Spieler. Ihr seht das ja gar nicht so, wie ich sehe, weil ich sehe das folgendermaßen so. Ich zoome mal kurz raus, so sehe ich das. Aber ich zoome mir immer ein bisschen rein, dass ihr... Ach hier, nochmal ein Online-Goldi. Ich zoome halt immer ein bisschen rein, dass ihr die Karten besser sehen könnt. Aber ich mache es jetzt hier mal so. Wang Yishan. Dann Brun Larsen, Hoffenheim. Anthony Modest, Modest, Modest. Anthony Modest, Modest, Modest. Hallo? Köln auch noch nicht, oder? Nur Dauerbrenner, aber Dauerbrenner ist ja quasi
extra und Christoph Piontek von der Hertha. Und das waren die 8 Päckchen. Und jetzt heißt es, ja, wie viele Karten sind jetzt doppelt? Eine weiß ich schon, das ist Sosa. Und ich glaube Kimmich auch. Und mal gucken, ob noch eine Karte doppelt ist. Und ja, schauen wir mal. So, Karten habe ich alle sortiert und dann blättern wir mal auf. Das ist unsere erste Seite. Da fehlen uns nur noch 3 Karten. Uns fehlt noch eine Taktikkarte. Ne, 4 Karten. Taktikkarte. Taktikkarte. Logos der ersten Liga und die zweite Bundesliga Meisterschale. So, wir starten hier mit Daniel Caligiuri mit der 17. 16, 17. Dann geht es auch schon direkt weiter zu den Berlinern, zur Hertha. 43 Christoph Piontek und der 30 Marvin Plattenhardt. Also die einzelnen Mannschaften, also Hertha, sage ich mal, hängt ein bisschen hinterher. Bei Hertha sind es gerade mal 6 Karten. Aber es gibt auch Vereine, wo wir schon deutlich, deutlich mehr Karten am Start haben. 51, 48, 49, 50, 51. Christopher Lenz und Max Kruse kommt natürlich hier vorne mit dazu. 60, 59, 58, Max Kruse. Eine sensationelle Verstärkung der Unioner, die ja auch, ich denke mal, jeden von uns, wie sage ich mal, überrascht haben, dass sie da so weit oben mitspielen können dieses Jahr. So, 75, aber mal gucken, wie lange sie diese Leistung, sage ich mal, anhalten können. Hier, Bielefeld 5 Karten, 10 Karten bei Bielefeld schon. Bielefeld sieht richtig gut aus. Werder Bremen kommt leider nur eine Karte dazu, das ist Jiří Pavlenka. Bei den Dortmundern sind es 2 Thorgan Hazard, 112. Zack und Gio Reyna 115, 13, 14, 15. Darunter Dortmunds derzeit 7. André Silva. Aber bei den Starcard muss man immer so genau hingucken. Und dann 30, 31, 32, 33. André Silva kommt hier unten hin. Aber es gibt ja jeden Tag eine Let's Collect-Folge. Und ich denke mal, morgen wird unser Album dann auch schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Weil wir morgen natürlich auch wieder 7, 8 Päckchen öffnen. Das ist klar. 149, 48, 49. Quon. Dann haben wir Hoffenheim, 162 und rechts in der Ecke und 166. Also bis jetzt läuft's gut, noch keine doppelten. Köln habe ich einen, nur Anthony Modest und den habe ich noch nicht. RB Leipzig, 204. 3, 4, okay, muss ich genau hingucken, weil bei den Starkarten... Da, Leute, bei diesen Starkarten und bei diesen Starkarten erkennt man die Nummer sowas von schlecht, ne? 192. 91, 92. Upa ist direkt der erste Feldspieler nach Peter Gulagi. Der Keeper ist immer die erste Karte. Charles Aranguiz sieht gut aus, habe ich auch noch nicht. Und kriegt hier unten seinen Platz. Mainz 05. Kunde Malong, was ist das schon wieder für eine Nummer? 238. Hier, Kunde Malong 238. Robin Quaison, das ist Kunde Malong. Kunde Malong 235, 36, 35. Dann Borussia Mönchengladbach und da muss ich auch wieder hingucken, 260. Da unten ist ein Plätzchen, Joshua Kimmich. Ich hab's gewusst, Joshua Kimmich leider doppelt. Also die zweite Karte, die Stuttgarter Sosa-Karte habe ich auch direkt weggelegt, weil ich da zu 1000% sicher bin, dass ich diese Karte hier schon im Heft habe. David Alaba, 267. Die Bayern füllen sich auch so langsam. Kutukcu, 94, 93. Arnold, 300. Ah ne, Stuttgart kommt erst, aber hier ist er, dieser Sosa. Und jetzt kommt Wolfsburg. 24, 25, 26, 27. Leute, meine Hände sind sowas von kalt. Ich weiß auch nicht warum. So, Köln-Castells ist ja hier ja als Basecard am Start und diesmal Matchwinner. Und Matchwinner kommt da unten hin. Und Pongaretsch haben wir sogar noch. Also 3 Wolfsburger Karten gezogen. Und somit haben wir bei Wolfsburg 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Jan Hochscheid, der Lümmel von Aue. Doppelt, die dritte doppelte Karte. Oh, Ziegele. Doppelt von Braunschweig. Das ist ja frech. Marcel Bär. Die letzte Braunschweiger Karte, somit haben wir Braunschweig komplett. Kastenmeier, die letzte Düsseldorf-Karte, somit Düsseldorf komplett. Simon Terodde, somit Hamburg komplett. Also irgendwie von manchen Vereinen gar keinen. Und jetzt hier wieder KSC. Ja, moin.
KSC 361, erste Karte. Von Karlsruhe und Früchtel 367, erste Karte von Nürnberg. Also bei manchen Zweitliga-Clubs gar keine Karte und jetzt hier Hamburg 3, KSC 2, Nürnberg 2. Und die letzten zwei Karten sind die Dauerbrenner-Karten. Einmal von Matze. Matze hat die 393, also vor Kostic und Schiri 96-97 kommt hier oben rechts hin. Also Dauerbrenner sieht auch schon ja, gut aus. Man muss mitbedenken, Dauerbrenner-Karten hat man ja jetzt nicht in jedem Pack wie Base-Karten. So, ne? Ist ja klar. Hier hinten dann auch noch die Legenden und limitierte Auflagen, aber die zählen nicht dazu. Die Legenden zählen dazu zu Let's Collect, aber die Limis sind extra Karten, die zähle ich jetzt nicht zu Let's Collect dazu. Genau, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's hier mit der heutigen Folge von Let's Collect Matchtags Bundesliga Karten 2021. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.